Willkommen bei Zauberbox TV. Heute geht es um Becher. Um genauer zu sein, um Becherspiele. Ich habe hier einige Becher mitgebracht. Werd euch mal zeigen, was es da so gibt, was es auch zu beachten gibt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das Becherspiel ist eines der ältesten Zauberkunststücke, die es gibt. Im alten Ägypten wurden schon erste Versionen mit Tonschalen und kleinen Bällen den Pharaonen vorgeführt. Und auch heute noch ist es ein sehr beliebtes Kunststück, vor allem bei Straßenkünstlern. Natürlich gibt es über die Zeit auch einige Abwandlungen und andere Versionen. Und so ist das hier auch. Wir müssen hier in der Mitte einen Trennstrich setzen, denn wir beschäftigen uns hier einmal mit den Cups and Balls, den klassischen Becherspielen und auf der anderen Seite sogenannte Chop Cups. Während beim Becherspiel mit drei Bechern und drei Bällen gezaubert wird, hat man beim Chop Cup nur einen Becher und einen Ball. Demnach sind auch die Routinen komplett verschieden. Ich werde in diesem Video jetzt nicht weiter auf die verschiedenen Routinen eingehen. Das würde einfach den Rahmen von diesem Video sprengen. Wenn es euch aber interessiert, im Internet findet ihr zu beiden eine Menge verschiedene Vorführungen. Betrachten wir erst einmal die Cups and Balls etwas genauer. Erst einmal haben wir hier die Bälle. Das sind sogenannte Häkelbälle. Die sind eigentlich relativ gleich bei den verschiedenen Versionen. Es gibt aber auch natürlich hochpreisige Versionen, wo man dann Lederbälle oder andere Materialien hat. Bei den günstigeren Versionen, die wir uns jetzt heute vor allem anschauen, haben wir meist rote oder andersfarbige Häkelbälle. Die Becher sind hier weitaus interessanter. Das hier drüben ist das Standard Cups and Balls Spiel. Wenn jemand mit den Cups and Balls anfangen möchte, dann wird seine Wahl meist auf dieses Spiel hier treffen. Die Becher sind aus Aluminium, das heißt ziemlich leicht und auch der Klang ist jetzt nicht besonders schön, aber sie sind super zum Üben, der Trick kann damit super vorgeführt werden und das Ganze ist auch für unter 30 Euro zu haben. Meist sind die Becher oben abgerundet, dass wenn man einen Ball drauflegt, dieser nicht sofort runterfällt, sondern sich ausbalanciert und in der Mitte des Bechers stehen bleibt. Auch von innen sind die Becher weniger spektakulär. Das Schöne, was ich aber noch erwähnen möchte, ist, dass die Cups and Balls eigentlich in jeder Version untersuchbar sind. Das heißt, sowohl die Bälle als auch die Becher können zum Untersuchen rausgegeben werden. Allgemein sind die Cups and Balls sowohl für den Anfänger als auch für den Fortgeschrittenen geeignet, da es Moves gibt, die man schon als blutiger Anfänger ohne irgendwelche Kenntnisse und Fingerfertigkeit ausführen kann. Aber natürlich auch einige schwere Kniffe, die das Ganze dann aber nochmal um einiges visueller und schöner machen. Kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zur zweiten Version. Das sind kleinere Becher, die sich zum Beispiel für Close-Up oder Table-Hopping besser eignen würden. Es gibt natürlich noch weitaus größere als die, die sind aber dann meist auch in einem höheren Preissegment. Auch die kosten nicht weniger als 30 Euro und bestehen erst einmal aus Aluminium. Sie haben aber einen Kupferüberzug, was ihnen diesen meiner Meinung nach sehr eleganten Look verleiht. Das Design kann natürlich vom Becherspiel zu Becherspiel ein wenig variieren. Für den Anfänger empfehle ich aber die mittlere Größe sozusagen, und zwar dieses Spiel, wo ich schon gesagt habe, dass es einfach das Standardspiel ist, denn damit kann man die Bewegungen und Moves am besten üben. Ich persönlich führe häufiger den Chop Cup als Cups and Balls vor und das ist hier die Standardvariante. Bei mir schon etwas benutzt. Man sieht, auf den Aluminiumbechern bleibt natürlich auch Gebrauchsspuren nach einer gewissen Zeit hängen. Trotzdem, auch hier gibt es wieder so ein Standardformat, der sieht fast so aus wie der Standardbecher vom Cups and Balls und auch der ist für weniger als 30 Euro zu haben. Auch hier sehen wir wieder Häkelbälle in verschiedenen Größen und verschiedenen Qualitäten. Der hier zum Beispiel ist beinahe unbrauchbar, da er sehr klein ist und nicht so gut verarbeitet wie dieser hier zum Beispiel. Die beste Verarbeitung hat hier aber der Luxusbecher sozusagen. Da ist das Ganze nochmal ein wenig feiner gearbeitet. Auch hier fällt der erste Unterschied auf die Größe. Es gibt kleine Becher, die sich vor allem für Tablehopping eignen. Mittlere, die sich für eigentlich alle Situationen eignen und die großen, die dann zum Beispiel auch in kleineren Bühnenshows verwendet werden können. Natürlich gibt es auch bei den Chop Cups verschiedene Materialien. Wir haben hier zum Beispiel einen Nickelbecher, der hier ist wieder aus Aluminium
und dieser kleine hier ist aus Edelstahl gefertigt. Das Ganze überträgt sich natürlich auch auf die Cups and Balls. Auch da gibt es Becher aus Nickel, Edelstahl oder Aluminium. Alles in allem kann ich einen großen Tipp geben. Wenn ihr mit den Cups and Balls oder dem Job Cup noch nicht vertraut seid, dann holt euch erst einmal so eine Standardvariante. Die ist von der Größe im Mittelfeld. Die Verarbeitung ist bei beiden gut, man kann den Effekt sehr gut ausführen und hat vor allem ein Mittelding, was die Größe angeht. Wenn ihr den Effekt dann wirklich sehr oft vorführt und euch vielleicht auch auf ein gewisses Gebiet spezialisiert habt, wie zum Beispiel hier Close-Up Table Hopping, dann könnt ihr euch natürlich auch eine andere Version holen, aber am Anfang empfehle ich den mittleren, da auch für beide Sachen etwas Übung nötig sind und diese Übung auch erst einmal aufgebracht werden muss. Dann war es das jetzt auch von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Becherspielwelt geben. Das war Zauberbox TV. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, euer Sebastian.